Hallo und willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, ist es natürlich nochmal Zeit für Warframe und was soll ich sagen, Update 22.2 ist rausgekommen. Und was ist damit Tolles ins Spiel aufgeschlagen? Lasst uns sofort einen Blick auf den Markt schmeißen. Denn wir haben nicht nur einen, sondern gleich zwei Deluxe-Skins ins Spiel bekommen, nämlich den Necros Irkalla und Ember Vermilion Skin, jawohl. Und am besten, wir gucken uns erstmal einzeln an, dann was diese Collections denn genau mitschleppen. Erstmal direkt Necros checken hier. Natürlich zoomen wir jetzt auf einen ziemlich toten, wobei womöglich bald untoten, hier, ne, Grenier rein. Aber hier, jetzt haben wir ihn endlich mal zu Gesicht bekommen. So sieht der neue Skin aus, eben mit so geisterartigen Schleiern. Nicht wie bei dem Original Necros oder auch bei dem Prime, wo ja das alles noch Bänder sind, immer hängen. Nein, diesmal haben wir so, ja, so geistergewabbeltes. Müssen wir uns danach mal genauer angucken, ob dieses Gewabbel da außenrum nicht ein bisschen zu, ja, zu biologisch aussieht, möchte ich sagen. Weil so, sagen wir, aufsteigende Dämpfe von Toten oder von Seelen vielleicht, sollte nicht zu plastisch aussehen, sollte irgendwas mehr Gasartiges haben. Zumindest von meiner persönlichen Meinung her. Wobei, das sieht jetzt nicht unbedingt schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus, aber gucken wir uns gleich noch genauer hinten an. Aber das wäre jetzt tatsächlich der Skin selbst. Okay, deine Hackfressen müssen wir nicht nochmal sehen. Und hier ist der Ember Vermilion Skin, der jetzt auf dem Bild tatsächlich besser aussieht als in echt. Um mal ganz trocken sozusagen. Denn ich bin, wie ihr vielleicht schon sehen könnt, da sind so ein paar Animationen dran. Die wirken ein bisschen komisch, als ob Ember plötzlich unter die Bio-Warframes gegangen wäre. So sieht es nämlich beinahe fast aus. Diese Flattern überall dran, die so leicht animiert sind. Die sollen so ähnlich wirken wie Feuer, aber im Ernst, das ist kein Feuer. Das ist, ich meine, sie hat tatsächlich ein bisschen Feuer, nämlich neben so kleine Fackeln am Kopf und so und hinten am Kopf auch. Aber das sind Teile hier. Ich meine, das ist auch hier, das sieht aus wie biologisch rumgewabeltes. Und da bin ich persönlich kein großer Fan von. Muss ich jetzt einfach mal trocken sagen. Aber wisst ihr was? Wir gucken uns am besten gleich im Arsenal an nochmal. Ganz ausführlich. Aber natürlich gibt es auch noch die Collections. Und da werfen wir am besten direkt mal auf den Necros Irkalla Collection erstmal einen Blick. Aha. Jetzt sieht man den Kollegen auch mal direkt besser. Er hat auf jeden Fall einen ganz anderen Kopf gekriegt, was nicht unbedingt verkehrt ist, weil der normale Necros als auch der Prime nicht unbedingt jetzt super tolle Helme haben. Und ansonsten sieht der weniger offen auf, weil der Original hat ja durchaus, zumindest der Prime, sieht ja so ein bisschen aus, ob er aufgeschlitzt worden vorne ist. Und wir haben scheinbar, oh, ein neuer Skin für, ist das für alle Sensen hier das Teil, weil das wäre toll, aber lass mich kurz gucken, also Necros Skin ist klar, dann die Sense, ich glaube das ist für alle Sensen ein Skin, den müssen wir uns unmöglich reinziehen, und die Sugatra, oh ja, okay, und die Binds, das sind hier so eine Art, sind das Ketten? Sieht beinahe aus wie Ketten, die jetzt da hängen. Vorher haben wir ja so Stofffetzen gehabt, jetzt haben wir mehr so, ich würde jetzt gerade sagen, nekrotische Ketten gekriegt, naja, so ein bisschen fieser aussehende Ketten halt. Müssen wir unbedingt gleich hinten gucken, aber das sieht schon nice aus. Davon abgesehen, dass er jetzt ein bisschen vor sich hinschwebt gerade. Ups, das war jetzt ein komischer Übergang, egal. Aber gerade vor sich hinschwebte, was ein bisschen anders ist als der normale Necros. Aber ja, das wird auf jeden Fall einer meiner Skins, die ich womöglich öfter benutzen wollen würde. Zumindest der Helm. Der Helm ist schon mal toll. Und natürlich noch The Ember Vermilion Collection. Und, Syandana scheinbar gekriegt hinten. Das sind wohl diese kleinen Brandteile, die jetzt genauso aus wie der restliche Spaß hier, ja. Passt natürlich dazu, wobei ich, wie gesagt, das hat so ein bisschen was von Harlekin, so ein biologischer Harlekin. Ein infizierter Harlekin, ich weiß nicht. Müssen wir gleich nochmal gucken, was ist da sonst noch bei. Syandana habe ich gerade gesehen und eine Pistole ist das. Das ist die Nusku Pistol Skin. Wo sind die Pistolen? Wo sehe ich sie da jetzt gerade? Richtig Problem. Sie hat natürlich jetzt gerade die Explosion am Start. Wie sieht die Pistole genau aus? Müssen wir hinten gucken, weil die hält sie so schräg, dass man es fast nicht richtig sehen kann. Ne, müssen wir hinten gucken. Hat so keinen Zweck. Gut, dann fangen wir mal an mit dem guten Necros hier. Das wäre jetzt tatsächlich von mir der Prime, der natürlich jetzt einen Syandan am Rücken hat und auch extra geflattert hat und auch dieses Teil, was man vom Kopf kriegen konnte von ihm. Habe ich mal alles dran gebaut und so sieht er bei mir aus. Das war eigentlich eben mit dem, als ob er hier vorne ein bisschen aufgeschlitzt worden ist und die Gedärme, nicht Gedärme raushängen, aber zumindest, dass der, ich sag mal, Brustkorb ein bisschen sehr offen ist. Aber ansonsten sieht er ja schon schmuck aus. Das ist, wie gesagt, jetzt aber meine Variante von dem, nicht Deluxe Skin, sondern eben von dem Prime, wie der normal im Spiel ist. Ohne Farben sähe natürlich ein bisschen anders aus.
Denn ohne Farben wäre der normale Kollege so. Da hat er auch weniger Geflatter, wie ihr schon seht, überall dran. Keine Syandana, aber so wird er in Reinkultur. Sieht ein bisschen schwach aus auf der Brust, so wie er jetzt hier gerade steht. Aber lassen wir mal jetzt endlich den Deluxe-Skin anschmeißen. Aha! Ja! Seht ihr, was ich meine? Hier diese Dinger nebendran, die flattern rum, als ob sie biologisch wären. Das hier ist jetzt keine Energie, die raufströmt, obwohl natürlich die Animation drin derart vernünftig aussieht. Aber die, seht ihr, was ich meine? Das, wenn er sich so dreht, das wirkt eben, als ob es Bioteile sind, die so ein bisschen eine Gasbemalung gekriegt haben, anstelle von wirklichem Rauch, der aufsteigt. Wobei, damit kann ich leben, ehrlich gesagt noch. Solange sie nicht ganz so wie so von Bio-Warframes, weil ich kann Bio-Warframes einfach nicht ausstehen. Das liegt vielleicht an Neidest und der mit seinem Pickel am Hals gekommen ist, deswegen sag ich ein bisschen wie, ah, ich brauche das nicht nochmal sehen. Aber hier, allein schon der Kopf ist schon cool. Hinten auch dieses Teil hier, dass er quasi aus dem Kopf da am Rausdampfen ist. Das sieht cool aus. Ja, komm, nehmen wir besser mal kurz raus. Wobei, holen wir uns erstmal kurz die Sense. Wo ist die Sense? So, mal ganz kurz die Sense equipped jetzt, ausgezeichnet. Jetzt habe ich auch eben mal gerade die Mods rausgeschmissen, weil sonst würde die Sense ja auch tatsächlich so eine leuchtende Schneide ja kriegen, was ich gerade nicht haben will. So sieht die Sense in Reinkultur aus. Hat wirklich was, ich würde sagen, Diabolisches, wie es sich gehört für Necros. Wie es sich gehört für Necros. Und so wie es aussah, konnte doch tatsächlich für alle Sensen das anschmeißen. Das ist jetzt die Hate vom Tisch vom Stalker. Lass mich aber ganz kurz mal gucken, ob das wirklich auf der Anku zum Beispiel geht, die ich da tatsächlich rumliegen habe. Okay, das ist jetzt vom Weihnachten das Ding noch, aber nein, lass mal kurz hier das andere Ding draufschmeißen. Geht die andere Skin? Jupp, geht. So, da was ich eben meinte mit dem, da ist jetzt ein Elementmod drin und da ist eben die Schneide, die jetzt hier unter elektrischer Ladung stehend. Könnte man beinahe sagen. Und, wobei, es könnte auch was anderes sein. So wie das aussieht, könnte es auch, boah, jetzt muss ich aber echt überlegen. Radioaktiv natürlich. Meine Fresse, wie konnte ich das nur vergessen? Aber ja, radioaktiv hat ja auch so ein, eher so ein grünliches Leuchten mit leichten Blitzen. Aber hier, das leuchtet natürlich ein bisschen mehr. Aber generell, auch farblich einsortiert. Lass mal so kurz ein bisschen hier die Farben durchspielen mit Random. Okay, da kann man sehr furchtbare Farben einstellen, sehe ich gerade. Aber auch ein paar sehr coole. Oh, hier mit Rot. Rot und Knochenfarben. Ja, ich sehe schon, da werde ich sehr viel Spaß dran haben. Also Sensen sind, glaube ich, bei mir wieder groß im Programm. An der Stelle vielleicht so ein Insider. Vielleicht habe ich jetzt doch Interesse an dem Reef-Mod, aber wahrscheinlich hast du ihn eh jetzt gekillt. Schade eigentlich. So, das war ein kleiner Nebensatz nur für einen Kollegen, der jetzt vor kurzem mir einen Reef-Mod andrehen wollte für eine Sense. Schade, dass die jetzt womöglich weg ist. Aber jetzt womöglich wäre ich wieder auf die Idee gekommen, da an einer gewissen Sense was daran zu drehen, weil jetzt haben wir einen vernünftig aussehenden Skin. Shit. Naja, gut, manche Sachen kann man eben nicht voraussehen. Aber ja, das sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Und hat man nicht irgendwas Wichtiges vergessen? War da nicht irgendwas dran? Eine Sugatra war da dran. Wichtig. Aber jetzt sind doch, hier haben wir es noch. Aha, die Sugatras. Thanatos-Teile. Oh, das ist wirklich lang, das Ding. Das ist ja richtig krass. Ich dachte, jetzt wäre nur... Warte mal, da hat er noch was anderes gehabt, oder? Aha. Jetzt habe ich es gefunden. Hier habe ich es gefunden. Nämlich tatsächlich bei den Auxiliary Slots, wo man also auch den hier Kürbis einstellen kann, kann man natürlich auch hier wahlweise eben dieses Zeug hier einstellen, diese Bänder, die man natürlich auch noch immer noch einstellen kann. Aber auch eben diese Ketten vom Rücken bzw. eben zum Arm. Diese, ja, ihr Color Binds. Das hat mich ein bisschen irritiert gerade. So, jetzt habe ich mal gerade für den Nahkampf zurückgewechselt, nämlich diese Thanatos Sugatra. Sieht nämlich fast genauso aus wie diese Ketten, die jetzt irgendwie so ein bisschen komisch hängen. So, jetzt habe ich mal Pistolen ausgewählt. Jetzt kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Also, an uns sind wirklich so eine Art Ketten montiert. Das sind diese Bindings, die wir vorher hatten, eben als Kettenversion. Und die Sugatra, witzigerweise, für Nahkampfwaffen sieht witzigerweise ziemlich identisch aus. Wobei, das ist wirklich cool aussehend, das hier. Die Sugatra gefällt mir wirklich gut. Hat so ein bisschen was... ja, Necromancer-Stylisches. Möchte ich jetzt einfach mal so in den Raum schmeißen. So Grabstein-Look, genau. Grabsteinmotiv, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Mit fiesen Stacheln dran allerdings. Womöglich verletzt er sich damit auch selbst am Ende des Tages. Naja, was soll's. Wirkt aber cool. Vielleicht ein bisschen viel, wie er jetzt hier so steht, mit der Sense so über Kreuz halten, aber ansonsten ist es. Hat was. So, jetzt holen wir den Typen auch mal raus. So, jetzt bin ich aber gerade ein bisschen hin und her gesprungen und habe erstmal ein bisschen geguckt und muss sagen, ja, hier machen wir genau eine Spezialanimation. Ja, das sieht ein bisschen aus, als ob die Kette durch und durch geht und das quasi, das von der einen Arm quasi an die Brust geht und von der anderen Seite auf dem Rücken halt zu einer anderen Arm geht. Sieht trotzdem okay aus. Es kann natürlich auch sein, dass er jetzt aus irgendwelchen Gründen auch immer irgendwie ein bisschen falsch gepolt ist. Das heißt, die Kette ist falsch montiert gerade, was ja durchaus passieren kann bei Warframe. Aber ja, das sieht ansonsten schon sehr cool aus. Vor allem der Helm. Der Helm gefällt mir richtig gut. Er hat eine richtig schöne fiese, so eine etwas brutalere Dark Elder-Variation, so an den Helm.
Und sieht definitiv bedrohlicher aus als vorher, würde ich jetzt persönlich sagen. Vorher sah er aus wie... Naja, er sah vorher schon so aus, ob er unangenehm auffallen würde, aber jetzt sieht er aus, wie als ob er sich umbringen will. Definitiv eine Verbesserung, definitiv eine Verbesserung. Und wie gesagt, ob die Kette jetzt wirklich an der Brust montiert ist, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Wir müssten vielleicht auch Mark gleich mal gucken, ob diese Kette hier vorne bei ihm wirklich auf der Brust montiert war oder ob das eher an der Seite montiert war. Das kann nämlich manchmal sind die ein bisschen am Rumbacken, die Teile. Dann sind sie an der Stelle montiert, wo sie eigentlich gar nicht sein sollen. So, das ließ mir dann doch keine Ruhe, bin deswegen extra zum Markt gelaufen und dann sehen wir es deutlich. Nein, das Ding ist wirklich nicht an der Brust montiert, ist wahrscheinlich mal wieder einer dieser, ich sag mal, von diesem Geflattere, der Verbackte, weil manchmal gehen die so durch den Warframe ein bisschen durch, genauso wie Umhänge manchmal so komisch durchflattern an allen Seiten. Aber jetzt sehen wir es nochmal ganz deutlich, die Ketten sollen vom Rücken zu den Armen gehen. Daumen hoch, wahrscheinlich wird es früher oder später dann auch im Spiel so sein, beziehungsweise wahrscheinlich habe ich jetzt einfach nur Pech, weil ich eben unbedingt meinen müsste, mit der Sense zu viel rumzuhantieren. So, gehen wir mal noch schnell zum zweiten Kandidaten rüber, oder Kandidatin muss ich ja sagen, nämlich zu Ember, in meinem Fall Ember Prime. Und das ist jetzt meine Bemalung, wo ich sie momentan mit rumlaufen lasse. So, irgendwie haben wir heute aber echt einen Bug hier am Lauf. Jetzt ist der Umhang auch noch, die sind dann auch schon hier durch die Beine am Pfeffern. Danke, wenigstens ist das rausgekommen. Irgendwie ist heute Warframe ein bisschen komisch. Bisschen komisch, wie jetzt. Das hängt auch nicht richtig runter, sehe ich gerade. Aber lass uns mal gerade so stehen. Aber so sehr sieht er jetzt bei mir aus. Ein bisschen intensivere Farben. Aber lass uns mal kurz gucken, wie es denn aussehen könnte, wenn man halt keine Farben oder andere Klamotten an diese dran tackert. Weil in der normalen Variation sieht es tatsächlich so aus. Ein bisschen schlicht beinahe schon, aber trotzdem, der Helm sieht immer noch cool aus mit dem brennenden Feuer. Und wer jetzt die Prime-Variante natürlich nicht mehr so ohne weiteres abgestrauben gehen konnte und noch nicht kann momentan, lass uns mal kurz gucken, wie jetzt die Deluxe-Variation aussieht. Naja, das, seht, was ich meine, wenn ich jetzt ein bisschen näher mich bewege, das sieht aus, ob es biologisch wäre, das ist, als ob das Teile wären, die am Rumflattern sind, also ob das Federn beinahe schon sind, ein bisschen dick für Federn und auch an einem Arm so montiert, ich weiß nicht, und auch der Kopf oben, das hat so ein bisschen, wem es gefällt, ne, okay. Ich glaube, ich bin da nicht ganz bei. Weil irgendwie kommt es mir vor, als ob das für ein verkappter Zephyr-Skin wäre, ganz ehrlich gesagt gerade. Weil bei Zephyr würde dieses Ganze schrecklich viel Sinn machen. Auch hier das Stück hier hinten am Hintern, das soll also was Federn sein. Oh, vielleicht deswegen so ein bisschen wie Phönix aus der Asche mäßig. Da hätte ich trotzdem cool gefunden, wenn hier die Dinger so leicht am Brennen gewesen wären. Irgendwo nicht nur wie hier oben an den Spitzen rot angemalt. Das wäre bestimmt cooler gewesen irgendwo. Da hätte ein bisschen was von Phönix mehr rübergebracht. Wobei jetzt der Kopf sieht ansonsten, davon abgesehen, dass er sich oben ein bisschen so komisch sich teilweise bewegt, nicht vollkommen scheiße aus. Mal im Ernst, weil die normalen Ember-Helme schon nicht geil aussehen. Da ist das hier auf jeden Fall schon mal ein Schritt nach vorne. Aber sonst, lass uns mal kurz gucken, was der Rest noch sagt. So, jetzt habe ich sie auch gefunden, dass Bennu Syndana, wenn man so sagen will, das sieht an sich gar nicht so schlecht aus. Sieht fast aus, als ob so zwei Drachen sich hinten auf dem Rücken so fast festhängen, so beinahe so in etwa. Nehmen wir es mal kurz an. Und das Zeug brennt auch ein bisschen vorne. Das sieht wieder cool aus. Ich meine, so ein bisschen Feuer. Ist ein bisschen klein. Ein bisschen zu, man muss sagen, für Ember, die ständig mit Feuerexplosionen hantiert, ist das ein bisschen so, die Kerzenflämmchen an ihr dran, ist das ein bisschen klein. Hätte ein bisschen größer durch sein dürfen, finde ich. Weil Feuer, ne, der Deluxe-Skin brennt oben richtig krass. Und das hier ist so ein kleiner, hier hast du mal Feuerzeug, ja, hier nimm mal einen Rücken. Okay, lass uns aber so stehen. Ne, das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Inhaltlich passender, möchte ich sagen. Gut, gut. So wie ich es gesehen habe, könnt ihr auch theoretisch hier die ganzen Teile auch natürlich, wie ich schon mal meinte, glaube ich, auch einzeln holen. Also die Rückenteile oder Syndana oder Sugata von den jeweiligen Packs. Aber natürlich habt ihr einen Rabatt, wenn ihr die Collection jeweils holt. Aber davon abgesehen, wo ist ein Pistol? Ha, jetzt habe ich endlich eine Waffe gefunden. Die Knell ging es nämlich zum Beispiel mit. Das wäre jetzt tatsächlich der Skin extra, der bei dem... sozusagen bei der Collection dabei ist für sie. Das hat natürlich was Cooles an sich. Hat so ein bisschen was von... ja, so ein Drachenteil halt an sich. Das sieht gar nicht verkehrt aus. Allerdings, was mich ein bisschen irritiert hat, ist, wir können das tatsächlich scheinbar für fast keine anderen Pistolen nehmen. Zumindest, also es muss wirklich vom Namen her scheinbar eine Pistole sein. Weil sonst ist das Spiel so ganz trocken zu nupp. Weil ich hätte jetzt hier Sachen probiert, wie eben Dinge wie die Euphona. Aber guck, jetzt könnte man argumentieren, dass er eigentlich wirklich ein einhändiges Schrotgewehr ist. Aber trotzdem, schade, dass es da nicht geht. Bei zwei Pistolen scheint es dann auch nicht wirklich zu funktionieren. Nope, da haben wir den Skin nicht für. Leider nicht. Vielleicht die Lex Prime? Geht das vielleicht? Da geht's auch, gut. Also es muss schon wirklich eine Sache sein, also eine Waffe sein, die jetzt wirklich auch als Pistole zählt. Wie gesagt, ist ja nur ein Skin, aber es sieht jetzt nicht wirklich schlecht aus. Also es hat was auf jeden Fall, vom Design her.
Und jetzt seht ihr auch vielleicht ein bisschen her an dem Helm hier, sieht man auch so kleine Feuerchen hier. Und hinten am Schweif hat sie noch so ein kleines Feuer, aber wir können mal gleich noch ein bisschen genauer gucken. Aber okay, es muss also wirklich vom Namen her scheinbar eine Pistole sein. Also irgendwas mit Duel, irgendwelche Geschichten scheinbar alles nicht. Und irgendwas Größeres, was auch aussieht wie ein Gewehr oder sowas. Nope, geht auch alles nicht. Schade, schade. So, und dann wären wir hier draußen mit dir. So sähe sie aus. So sieht's aus. Jetzt, wo sie draußen steht, sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus, weil sie einen passenden Stance hier auch hat. Und schade, dass wir von dem Feuer nicht ein bisschen mehr haben, ganz ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, das Geflatter oben, das Geflatter irritiert mich ein bisschen. Und es sind auch keine, es sind so angedeutete Flammen oben drauf, aber warum nicht richtige nehmen? Warum nicht richtige nehmen? Wir sind doch Ember, wir sind doch nicht hier, wir sind nicht beim Harlequin hier unterwegs oder so. Ich meine, der Rest von der Optik her, auch wie die Schultern aussehen, das sieht irgendwie cool aus. Aber sonst auch von den Beinen und die Dinger am Arm hinten. Ich meine, gut, die leuchten hier ein bisschen, sehen wir gerade im Dunkeln, das ist schon mal nicht verkehrt. Aber von mir aus hätten die ein bisschen mehr mit Feuer machen können, weil wir reden von Ember. Verdammte Axt. Ein bisschen. Finde ich schon. Wie gesagt, mit manchen Aspekten bin ich nicht ganz einverstanden, ganz ehrlich gesagt. Aber wisst ihr was? Fairerweise, ich meine, bei anderen habe ich jetzt nicht unbedingt die Farben durchsortiert, aber können wir ruhig bei ihr mal kurz anfangen mit Random-Farben. Wird das irgendwie besser? Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, dann wirken die Flattern auch nicht mehr ganz so dramatisch, wenn sie nicht in so einer komischen Farbe montiert sind. Hat schon direkt mehr was, muss ich gerade gestehen. Okay, das ist Augenkrebs, ne? Also dementsprechend, wie man es einfärbt, kann man noch was rausholen. Aber trotzdem zu viel Harlekin, zu wenig Feuer. Das ist, glaube ich, mein Statement am Ende des Tages. Zu viel Harlekin, zu wenig Feuer. Oder zumindest zu viel Zephyr, wenn man das als Federn betrachten wollen würde und nicht irgendwas was anderes. Und nur damit wir es mal gemacht haben, auch wenn jetzt hier vorne das Ding verbuggt raushängt, da kann ich leider auch nichts dran tun, weil es einfach ist. Ich bin auch schon in Missionen gelaufen und so, aber ja, manchmal, ne? Manchmal ist Warframe eben nicht so, wie man es gern hätte. Völlig egal. Müssen wir jetzt mit leben, also zumindest ich jetzt gerade zumindest. Machen wir random Farben da dran. Wo ich weiter mit random Farben hantieren? Aha. Okay. Das sieht eher fast noch mehr wie Feuer aus als Ember. Das ist schon irritierend. Oh ja, so ein bisschen dunkler das Ganze. Ja, doch. Das hier, die Pflanzen hätte ich fast gesagt, aber hier diese Flammen, oder diese Teile, warum man, wie man sie schimpfen will, dass das ein bisschen mehr aussieht, wie, als ob das wirklich so was Helleres ist, sieht cool aus. Können wir irgendwelche andere Farben haben, damit es dunkler wird? Oh ja, so fies dunkles Blau, dann kann man es fast kaum noch erkennen, falls einem das stören sollte. Auch nicht eine schlechte Idee. Oh ja. Oh ja, doch, das, Das hat was. Das hat was. Gut zu wissen, dass sowas doch möglich ist hier. Wunderbärchen. Mal gucken, ob wir gerade die Energiefarbe ein bisschen fieser einstellen können. Oh ja, rot. Ne, das ist so, ich weiß nicht. Problem ist, dadurch, dass es so ein bisschen durchsichtig ist, wird daraus halt so eine Art Pink. Das muss nicht sein. Nehmen wir ein bisschen dunkleres. Oh, was nehmen wir mit Blau? Ne, Blau ist nicht doof. Blau ist doof. Das sieht man jetzt fast gar nicht mehr, wenn es zu dunkel ist. Nehmen wir mal von den nicht gesättigten Farben was. Ist das besser? Nee, macht die Sache nicht. Das macht den Kohl nicht fett. Gehen wir mal zu anderem Rot hier rüber. Ich will jetzt wissen, ob man das vielleicht rot einfärben kann. Halloween? Nein. Nehmen wir Feuerfarben. Ist irgendeine Farbe bei, wo ich sage dann, oh ja, oder immer Gelbtöne. Dann sieht es eigentlich auch wieder cool aus. Aber in Rot haben wir da verloren. Ich glaube, das wird alles, weil es so ein bisschen schemenartig ist, wird es eher in den Pink-Bereich reingeschmissen. Deshalb, wir gehen relativ dunkles Rot ran. Vielleicht eher ein Braun. Nee, Braun können wir ganz abhaken hier. Ja, hindert hier. Nicht wirklich. Aber dicht dran. Es ist halt, naja, es ist, wenn man will, dunkles Pink. Aber so als. Davon abgesehen jetzt, dass die Kette nicht da so hin soll, gefällt mir der Skin aber super ansonsten. Wisst ihr, manchmal ist das echt ärgerlich, ne? Manchmal ist es echt ärgerlich. Dann hat man neuen Skin und das erste, was passiert ist, die Kette muss da nicht sein. Die gehört da nicht hin. Ich meine, wäre es jetzt nicht wirklich aufgefallen, dass das Ding nicht dahin gehört, wenn ich nicht auf dem Markt gesehen hätte, wie es richtig aussehen soll, ganz ehrlich gesagt. Hätte ja auch sein können, dass das hier vorne irgendwie dran gemacht worden wäre, so als, ne? So einfach eine Kette von hinten zu sehen, eine vorne. Aber nein, es soll ja beide von hinten eigentlich sein. Wie dem auch sei. So, diese Sachen habe ich jetzt mal gezeigt. Das wollte ich auf jeden Fall mal euch näher gebracht haben, weil ich finde diese, wie gesagt, Nico-Skin hat bei mir gewonnen und Ember-Skin hat bei mir fast verloren, muss man sagen. Der hat fast verloren bei mir. Man kann zwar, wie gesagt, mit Farbe was rausholen, aber ansonsten ein bisschen wie,
klappen. Aber hey, am Ende des Tages müsst ihr selber wissen, ob euch das gefällt oder nicht. Ich habe jetzt meinen Teil hier mal gerade gebracht. Wenn ich hier so ein bisschen was herumklicke, kann ich auch ein anderes Thema vielleicht ganz kurz eingehen, weil ich nämlich noch erlebt habe. Nämlich die letzten Tage, habt ihr vielleicht gemerkt, waren nicht so viele Videos da, außer vielleicht das letzte, was hier vorkam, was ein bisschen länger schon gedauert hat wieder. Folgendes, ich habe jetzt die letzten Tage tatsächlich wenig Warframe gespielt, war auch kaum online gewesen und habe erstmal andere Sachen getan, nämlich Pathfinder. Ja, falls ihr, oh, das sieht auch cool aus, falls ihr schon mal was davon gehört habt, das sozusagen, wie einer das passend mal beschrieben hatte, mit, als ob es ein D&D-System ist, also ein Rollenspielsystem, aber eben mehr im Zuge von, ja, so eine Art 3.5-System. Okay, da muss man jetzt Dungeons & Dragons von kennen. Aber ich meine, ansonsten 3.5, aber eben dann in einer anderen Welt weiterentwickelt, sozusagen. Ohne jetzt auf die 4. Edition und 5. Edition von D&D wechseln zu wollen. Ist Pathfinder vielleicht nicht eine völlig verkehrte Idee gewesen. Hat zwar jetzt nicht die unbedingte Hintergrundstory von dem Original von D&D damals, aber ist trotzdem ein cooles System. Und davon haben wir nicht das Rollenspiel gespielt. Nein, wir haben das Kartenspiel davon gespielt und das ist sehr cool. Falls irgendeiner mal die Möglichkeit hat, oh, das sieht auch wirklich klasse aus, aber falls einer mal die Möglichkeit hat, das Kartenspiel von Pathfinder zu spielen, auch wenn es ein bisschen älter ist, aber ihr kriegt da wahrscheinlich die Boxen hergeschmissen teilweise für überschaubare Geldmengen, da kann man tatsächlich wahnsinnig viel, oh, das sieht auch wirklich gut aus, aber da kann man sehr viel Spaß mit haben, das haben wir nämlich letzten Tag wie bekloppt gespielt und wir sind noch nicht die Sache leid geworden. Das ist schon viel wert, würde ich mal sagen. Für das investierte Geld, was ich glücklicherweise nicht bezahlt habe, wo ich sagen, Daumen hoch, ein tolles System. Und eine andere Sache, die ich noch gemacht habe, ist tatsächlich, ich habe mir Total War Warhammer geholt. Man hätte es vielleicht Total Warhammer nennen können, aber ist jetzt mal egal. Total War Warhammer, und zwar im ersten Teil. Ich weiß ja, zweites rausgekommen, aber die erste gab es kurzweilig auf dem Sale, deswegen habe ich es mir geholt. Und natürlich habe ich mir die Vampire dazu geholt, weil ich unbedingt die Vampire haben wollte. Und kann man eigentlich die Sachen einfärben hier irgendwie? Sieht man das hier? Aha, oh. Wenigstens, ich meine, das einzige Vorteil ist, weil es jetzt verbuggt ist, ist die Kette vorne, man kann sie direkt sehen. Ich meine, das ist vielleicht gar nicht schlecht in dem Zusammenhang. Da kann man ja wirklich auch nochmal Blödsinn mittreiben, oder? Das sieht irgendwie cool aus. Davon abgesehen, dass jetzt vorne natürlich am Durchklippen ist, weil es da gar nicht hin soll. Aber ich meine, man kann es dafür gut sehen. Ja, auf jeden Fall habe ich da angefangen zu spielen, wie bescheuert, und habe deswegen auch die eine schlaflose Nacht deswegen hinter mir. Nicht, weil da irgendwas Dramatisches passiert ist, sondern einfach nur, weil ich nicht gemerkt habe, dass es spät wurde. Und ich habe natürlich Vampire gespielt, wie jetzt sich gehört. Als Fan des untoten Geschlechts kann ich ja nicht sagen, aber untoten Rasse, weiß ich jetzt nicht. Des Untoten möchte ich einfach mal sagen. Und habe dann neben der normalen Kampagne, wo ich direkt auf die Fresse gekriegt habe, weil ich noch nie Total War gespielt habe in meinem Leben, was natürlich dann blöd ist, so ein Spiel anzufangen, gesagt hat, ich spiele die Untoten, aber die funktionieren anders als die Lebendigen. Ist egal. Das war trotzdem unterhaltsam. Und dort habe ich halt zuerst mal mit Manfred von Karstein gespielt. Ja, ich spiele das auf Englisch, aber so heißt der Typ da immer noch. Und danach habe ich mir gesagt, da wo ich halt völlig verloren hatte leider, habe ich mir gesagt, weißt du was, ne, mach mal was anderes. Tu was Neues. Wisst ihr, was das Neue war? Ich habe Vlad von Karstein gespielt. Ich habe keine Ahnung, ob der beim DLC irgendwo dabei war. Aber jetzt, weil ich habe mir das irgendein DLC auch für die Untoten deswegen dabei geholt. Und dann konnte ich eben mit Vlad von Karstein, der sozusagen der Vorgänger von Manfred von Karstein war, bin ich halt losgezogen und er hieß dann, ja, das ist eine schwere Kampagne und du wirst auf den Sack kriegen und du bist Toast, wenn du das machst. Und das muss ich ganz kurz mal wiedergeben, was in der allerersten Runde dieser Kampagne passiert ist. Und das sieht auch noch toll aus. Ja. Aber was in der allerersten Kampagne, in der allerersten Runde passiert ist, ich mit Vlad von Karstein, müsst ihr euch mal im Kopf vorstellen, ich habe die Bilder jetzt natürlich nicht mehr, weil, wer kommt auf die Idee, dass ich sowas mal speichern könnte, aber ich bin halt losgezogen mit dem Vampir, natürlich ist es, logischerweise, es ist natürlich ein Vampir in der Warhammer-Welt, und dann bin ich direkt auf die nächstgrößere Hauptstadt zugezogen, wo eben Manfred von Karstein drin sein sollte. Ich hatte nur so ein kleines Kaff, wo ich herkomme, hatte ein paar Fledermaus-Einheiten und ein paar billige Zombies, dachte mir so, wie damit gewinne ich doch niemals gegen den, vor allem wenn er die Hauptstadt hat und wahrscheinlich noch Verteidigung in irgendeiner Form da rumlungern hat. Und wisst ihr, was passiert ist? Manfred von Karstein war nicht da, das habe ich aber erst dann rausgefunden, als ich direkt die Stadt angegriffen habe, ohne Belagerungswerkzeug. Einfach nur gesagt dann, nope, ich greife direkt die Hauptstadt an mit den Typen, den ich habe. Ich dachte, ich habe ja ein paar Flugeinheiten, die ein paar Fledermaus-Einheiten. Nee, so, das können wir nicht machen. Aber ich habe ein paar Fledermaus-Einheiten, dachte ich mir, oh, die fliegen über die Mauer, vielleicht können sie irgendwas machen. Ich hätte ja keine Ahnung, was ich da tue. Und wisst ihr, was passiert ist? Manfred von Karstein war ja, wie gesagt, nicht da, aber der Vlad von Karstein hat eine spezielle Fähigkeit. Ich weiß nicht, ob das bei ihm alleine ist oder alle Vampire haben, aber er konnte
Türen einschlagen von Festungen. Ich wusste gar nicht, dass es Helden sowas können, aber er hatte extra so eine charme Fähigkeit dafür. Deswegen habe ich den ganz alleine auf eine ständig sich auf ihn einschießende Festung drauf zugeschickt. Er ist bis ans Tor gekommen und hämmert mit seinem kleinen Schwert die ganze Zeit auf die Festung ein. Und wisst ihr was? Er hat irgendwann tatsächlich das Tor aufgebrochen. Allerdings muss man vielleicht fairerweise noch eine Sache hinzufügen. Ich war rein von der Armeengröße 1 zu 5 der Sache unterlegen. Das heißt, man wurde von der Anzahl her, von den Punkten auch Wertigkeit her, war ich definitiv in der Unterzahl. Das hat die aber nicht gerettet, weil Manfred von Karstein ist ein Vampir und hat im Nahkampf die ganzen billigen Untoten hingegen kam einfach mal kaputtgeschlagen. Allerdings hätte der Kampf wahrscheinlich 10 Jahre gedauert. In der Zwischenzeit habe ich die Fledermäuse über die Mauern geschickt und habe dann angefangen, erstmal die gegnerische Fledermauseinheit zu killen, weil der hatte nur, glaube ich, 2 und ich hatte 5. Das heißt, ich war definitiv da, in der Luft zumindest, in der Überzahl und was soll ich sagen? Ich habe die Typen in der Luft ausradiert und habe dann meinen Typen gesagt, und jetzt charge dir die Typen, wo ich wusste, dass die Fledermäuse damit gegen was reißen. Und habe dann tatsächlich bis zum bitteren Ende gekämpft. Und ich habe die Schlacht gewonnen. Die 1 zu 5 Übermacht. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel, aber ich habe es trotzdem geschafft. Yes! Ich meine, ich habe mir auch nicht durchgelesen, was die konnten. Ich habe gesagt, du bist ein Vampir und dieser Fledermäuse, mach mal. Und das war toll. Aber jetzt wird die Sache noch besser. Manfred von Karstein kam zurück mit seiner Armee und die war nochmal doppelt so groß wie meine. Vor allem meine waren nur noch aus 2 Einheiten bestehend und dem Held. Und ich so, oh, das wird jetzt eng. Der stand vor der Tür und hat eine Belagerung angefangen, wie man normalerweise auch das Spiel anfängt. Und ich, oh, das sieht auch sehr cool aus. Aber er hat eine Belagerung angefangen und wisst ihr, was da passiert ist? Der NPC, der auch gegen den Manfred von Karstein gekämpft hat, kam vorbei und hat ihn geone-shottet, während er so eine Belagerung umlaufen hatte. Kam der Necromancer vorbei mit seiner untoten Armee und hat ihn gekillt. Und als nächstes kam die Meldung, Fraktion ausgelöscht. Und ich so, holy shit, ich hab das gewonnen. Und mit dem habe ich noch keinen Krieg angefangen gehabt, deswegen war das perfekt. Das war absolut perfekt. Und dann habe ich angefangen, das komplette Menschenimperium auseinanderzunehmen. Bis das Chaos kam, dann war es vorbei. Aber trotzdem, es war toll. Bis dato war es toll, aber das wollte ich euch einfach mal kurz erzählt haben. Wie gesagt, ich habe keine Bilder davon, aber ein tolles Spiel, gerade wenn ihr auf so War Stories mal ein bisschen mehr Lust habt, dann muss ich das, glaube ich, mal aufnehmen, wenn ich das spiele, um meinen völligen Wahnsinn da wieder euch mal nahe zu bringen. So, wisst ihr was, das wäre es eigentlich schon gewesen, wie immer. Danke fürs Beispiel zuhören, in dem Fall nur. Ja, das war's für MK3 und neben Warframe und Farbenspiele ein bisschen was von anderen Sachen, die ich die letzten Tage getan habe. Nur damit ihr mal wisst, dass ich nicht einfach nur verschollen bin, sondern ich habe auch was getan, nur ich wollte hier so ein Video nicht einfach machen, nur zu sagen, ich spiele übrigens Kartenspiele jetzt, weil das wäre in meinen Augen Blödsinn gewesen. Aber im Nachhinein wollte ich wenigstens gesagt haben, warum ich gerade nicht da war oder warum jetzt keine Videos gerade kamen, weil ich war einfach mal mit Leuten am Spielen, die ich vielleicht 1-2 Jahre schon nicht mehr gesehen habe, die kamen extra wegen Halloween mal gerade zurück. Nicht um Halloween zu feiern, sondern uns zu treffen, aber dann haben wir die ganze Zeit Karten gespielt. Es war toll. Und wir haben uns darüber sehr amüsiert, wie wohl das dann im Rollenspiel aussehen musste, wenn dann man Räume untersucht und dann seine Begleiter womöglich die Treppen runtertritt und sagt dann, guck dich mal da um. Und während er unten aufschlägt mit seinen gebrochenen Beinen, sagt dann, hier ist keiner. Läuft mal oben einfach im Gang weiter, sagt dann, danke, und dann verlässt ihn einfach liegen. Das haben wir uns im Kopf dann vorgestellt, weil so ungefähr sieht das nach den Regeln aus. Aber fanden wir lustig und ja, ansonsten Warhammer Total War. Nein, Total War Warhammer. Tolles Spiel, irgendwo. Man braucht nur zu viel Zeit dafür. So, jetzt bin ich aber weg. Bis die Tage und ciao.